Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer oder einem weiteren Abenteuer hier in Persona 5 Royal. Und mittlerweile haben wir das Spiel überholt, zumindest virtuell. Denn das Datum, was wir hier angezeigt haben, ist der 14.06. Und in Wirklichkeit, wenn ich das hier aufnehme, haben wir schon den 21.06. Also, ich spreche hier aus der Zukunft. Okay. Und ihr seht meine Webcam. Ihr habt euch die Webcam gewünscht. Ich schwitze jetzt hier. Aber okay, damit... Ihr riecht das ja zum Glück nicht. So. Stiel das Herz des Mafia-Bosses. Wir haben noch 14 Tage Zeit. Aber jetzt hier erstmal... Es ist nicht, als ob ich nichts zu tun hätte. Du siehst... behalte ich dich im Auge. Okay. Wir haben Abend. Was können wir denn machen an einem wunderschönen Abend... Wir holen uns einfach mal Hilfe. So. Und was sagt denn das Netzwerk? Diebstahl können wir noch nichts machen. Zeit mit Mishima, Zeit mit den Zwillingen, Zeit mit Iowa. Ich würde die Burger Challenge einfach nochmal probieren. Burger Challenge. R1. Dann muss ich auf Schienennetz. So, und dann jetzt muss ich wieder überlegen, wie das ging. Ja. Funktioniert noch ein bisschen anders. So, nochmal einmal. Ach, hab schon wieder länger nicht gespielt. So, mit den Pfeiltasten mache ich das. Okay. Ich spiele das jetzt hier auch zum ersten Mal auf der PlayStation 5, deshalb nicht wundern, wenn ein paar Sachen anders sind. Aber die Anzeigen sind bedeutend schneller. Ach, ist das nicht toll? Deshalb kann ich jetzt mich auch das aufzeichnen, ohne dass ich jetzt, also mit Webcam, weil das war immer früher ein bisschen ein Problem mit dem Schneiden. Aber es ist kein Lantern, da ist es einfach geil. Was kann ich für dich tun? Herausforderung annehmen. Jetzt kostet die Big Bang Burger Herausforderung nur 500 Yen. Möchtest du probieren? Ja. Ich muss meinen Mut steigern. Probier die Herausforderung. Ah, los. Gewiss. Und... Wir machen das ja alles nur, damit wir eine zusätzliche Story-Part kriegen mit unserer Lehrerin. Schön, dass du wieder hier bist. Bitte, gib dein Bestes, um dein Ziel zu erreichen, zweiter Offizier. Now then. Ja, der Burger ist immer noch groß. Und wir werden es auch diesmal nicht schaffen, aber wir halten uns dran. Da scheint eine Menge Salat drin zu sein. Der Burger ist schon kalt. Hmm. Sieht lecker aus, aber er ist so unfassbar groß. Oh, man. Schade, es hat nicht geklappt. Am Anfang hast du aber volle Energie gesteckt. Schätze, du brauchst doch viel mehr Mut, um diese Herausforderung zu bestehen. Bei deinem derzeitigen Mut schaffe ich das nicht alles. Yep. Aber ich bewundere deinen Enthusiasmus im Angesicht des Feindes. So. Wir sind aber immer nur noch wagemutig. Na los, gehen wir heim. Ich bin schon vom Zusehen satt geworden. Ich weiß gar nicht, was für eine Mutstufe wir brauchen, um... unsere Lehrerin zu kontaktieren. Muss ich das nächste Mal schauen. So, es ist Mittwoch. Hey! Ach, wir haben einen Sitzplatz gekriegt. Warum liest du nicht ein bisschen, bis wir da sind? So, das haben wir schon gelesen. Die Kunst des Betörens. Tipps des bekannten Flirtgurus. Erlernen den Charme, um jeden zu bezirzen. Oder Ordnung des Herzens. Ein Bestseller zum inneren Frieden. Das könnte das Autor... Was? Das könnte des Autors ist bewundernswert. Nee, dann lieber Scham. Wir wollen die Leute bezirzen. Und das Einmaleins des Abschleppens. Mm. Ah, dieses Bild des Autors, sein selbstgefälliges Grinsen irritiert mich einfach so. Ich liebe es, Gesten zu machen. Tut mir leid, das muss ich jetzt ausnutzen. Hey, hey. Hm. Oh, mir ist gar nicht aufgefallen, wie lange du gelesen hast. Wie weit bist du gekommen? Sieht aus, als hättest du noch einige Seiten vor dir. Du solltest später weiterlesen. Oh, wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Also, ich dachte, das hätte nichts mit mir zu tun, aber es ist sogar Leuten in meiner Klasse passiert. Es geht um die Erpressung. Ach, das... Angeblich kommen die Typen, wenn man einen leichten, lukrativen Job will. Aber wenn man Ja sagt, wird man in zwielichtige Geschäfte verwickelt.
Die Lehrer und die Präsidentin des Schülerrats machen aber was. Alle sind echt besorgt. Ach, meinst du den Aushang? Ich frage mich, ob der ernst gemeint war. Angeblich wusste sie von Komoshida und der sexuellen Belästigung. Sie ist sicher keine große Hilfe. Dieser Ida, ich glaube, das ist ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein L ist oder ein I, aber ich denke mal, Ida ist hier. Ich frage ihn danach. Wir verlassen uns auf dich. Überlass das mir. So viele Motivationen macht mich ehrlich gesagt etwas nervös. Sag uns auf jeden Fall Bescheid, wenn du etwas in Erfahrung bringst. Nijima-kun. What is going on here? Apparently the damage done by this so-called mafia has even reached our student body. Well? I thought this absurdity was nothing but a joke. Not only are there victims, there are even rumors that some are involved with such crimes. I've even received inquiries from their guardians. Why is this happening? Keine Ahnung, aber du verdienst es. Unfortunately, I do not have the answer to that. This is the greatest disgrace in the history of this academy, if it were to be discovered. This is a vital issue for the student council. Did I not ask you to resolve it? I'm doing the best I can. Mann, sie ist doch auch nur eine Schülerin. And I can trust you? You must do something about this at once. You're the only one who is reliable around here. Don't let me down. From what I've heard, even the other students are starting to be dissatisfied with you. Hoffentlich kommt es nicht zur Präsidentschaftswahl. At this rate, you and I will both lose our roles at this school. Do you understand? Wenn jetzt an der Schule auch noch ein Corona-Ausbruch ist, dann verliert sie ihre Präsidentschaft. I do. Please. Just give me a little more time. Heiß. Kids these days. Also, ich wollte im Supermarkt mit einem Schein bezahlen und dann sagten sie, sie nehmen kein ausländisches Geld. Dabei hatte ich ihnen einen echten japanischen Geldschein gegeben. Wissen die jungen Leute wirklich nicht mehr, wer Hirobumi Ito ist? Und diese Generation soll einmal die japanische Wirtschaft tragen? Grauenhafter Gedanke. Ich hoffe, ihr seid etwas besser. Testen wir mal ein wenig euer Wissen. Hey, Seele! Was wird von der Regierung ausgegeben? Geldscheine oder Münzen? Münzen. This is it. Exactly. Genau. Scheine werden von den Banken gedruckt und Münzen von der Regierung ausgegeben. Ursprünglich hat die Regierung sowohl Scheine als auch Münzen ausgegeben. Aber die Wirtschaft wurde ins Chaos gestürzt, weil die Regierung nach Belieben Geld herstellen konnte. Seitdem ist die unabhängige Bank von Japan für das Drucken von Geldscheinen zuständig. Wow, er wusste es. Vielleicht sollte ich ihm fragen, ob ich mir seine Notizen ausleihen kann. Nice, go. Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Oh ja, wir sind klug. Münzen haben keinen so großen Effekt auf die Wirtschaft und sind weiter Sache der Regierung. Man darf einen Idioten nicht die Finanzverwaltung anvertrauen. Doch, lasst mich euer Geld verwalten. Der kann nur Kleingeld verwalten. Stellt euch mehr Geld vor, als ihr jemals ausgeben könntet. Direkt vor euch. Ah, hoffentlich ist der nächste Pass mal so etwas Cooles. Hey. Hey, Lady Ain scheint mit Ida reden zu wollen. Gibst du ihr Rückendeckung? Ja, das machen wir. Aber, opa, komm ich jetzt erstmal mich da hören, was da... Ja, Ida. And so I really need some money right now. Can you tell me about this easy part-time job? I'm sure you know about it, Ida-kun. You don't need my help.
A girl like you could probably get a job anywhere, right? Huh? Now that you mention it, yes. So, ich mach mal ein bisschen kleiner, damit wir ihr unschuldiges Gesicht sehen können. So, what I mean is... This is going south fast. Francois! Vielleicht gehen wir doch auf die andere Seite mit der Kamera. Mal gucken. Und drehen die Kamera nochmal ganz kurz. Ich bin noch am rumprobieren, wo wir sie am besten hinpacken. Einmal spiegeln. Nein, das war falsch gespiegelt. Ah, jetzt dreht sich alles um mich herum. So, besser. My cat Francois got run over by a car and also has an incurable illness. I need money fast. That's not convincing at all. Is she talking about me? If Francois were to die, I think I'd die too. Nein, nicht Francois! Bitte, Francois darf nicht sterben! Er ist Francois. Come on, don't talk like that. If you don't like it, then tell me about that easy part-time job. You know something, don't you? I've heard... Rumors? Was it Nishiyama who... Nishiyama? Hey, what was that about Nishiyama? That's... She actually got the momentum back. She's not acting anymore now, is she? Come on. Let's leave this guy to Lady An and go look for that Nishiyama fellow. Okay, who the fuck is Nishiyama? Do you have a minute? Yeah. You're looking for something, right? I wanna... Yeah. Please, ask me anything. Gut, kennst du einen Nishiyama? Wo ist Nishiyama? Nishiyama? He usually hangs out with Ida. Ja, aber Ida hängt gerade mit N rum, also... Kann er jetzt nicht mit Nishiyama rumhängen? Oh, so you want to ask him about Ida? So that's why Takamaki-san was chasing him. I'm sorry, I don't know where he is right now. He usually stays till late, so I think he's probably still somewhere in the school. I'll keep digging around while you're looking for him. Well, I guess we can let him handle this. We'll have to ask someone else about Nishiyama's whereabouts. So, okay. Haben Sie eine Ahnung, wo ich mich... Nee, mit der habe ich gerade geredet. Nishiyama? Seele-kun, beobachtet Präsidentin Nimisha dich? Der Schülerrat ist nervös. Sag schon, wolltest du was fragen? Ja, Nishiyama? Nishiyama-kun, suchst du ihn? Der ist ein fleißiger Schüler mit guten Noten. Nach der Schule sehe ich ihn öfters in der Bibliothek. Die Bibliothek ist auf der Etage direkt über uns. Warum unterhältst du dich nicht mit ihm? Okay... So. Und guten Tag, Frau Schülersprecherin. Was machst du? Ah, schon gut. Ich habe mir nur das schwarze Brett angesehen. Also, wie laufen die Nachforschungen? Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, hast du irgendwelche Infos? Du meinst das schwarze Brett? Leider kann ich dir gerade nichts sagen. Jedenfalls ist es eine wichtige Sache für uns, für unsere Schule. Hoffentlich weißt du bald etwas. Und keine Sorge, ich halte mich an das Versprechen, solange du das auch tust. Ja, Versprechen sind doch toll, wenn es mit um Erpressung geht. So, Bibliothek. Du siehst aus. Schüler mit Smartphone. Nishiyama, that's me. You're that transfer student, right? You need something? Ja, yeah, ich brauche Informationen. Was war das mit dem Job? Job? Are you talking about that one time? I don't know. I said I didn't want to do it. That's something Ida... Wait. Are you doing something, Am? He's been acting really strange lately. Sag mir was, ich will ihm nur helfen. Oh, what do you mean? Is he really wrapped up in something shady? Man könnte mal so sagen. Sag mir, erzähl mir genaueres. One day the two of us went to Shibuya. And a man approached us over near Central Street. He asked if we were interested in an easy part-time job. Mm-hmm. I said I wasn't, but Ida was into it. He was asking the guy all sorts of questions.
Wie viel Geld hat er denn angeboten? I don't know. I was so scared I ended up going home alone. I only heard that it'll only take 10 minutes and it's good for people who don't stand out. Ist das alles? He just started spending a lot of money. That's when his strange behavior began too. But that's all I know. That's enough, right? A man on Central Street, huh? That is suspicious. Maybe he was making him commit crimes? Habt ihr was herausgefunden, Eisen? Ich wollte mehr über diesen ominösen Nebenjob herausfinden. Die Leute reden auch hier drüben. Anscheinend wird man am helllichten Tag von einem Mann auf der Central Street angesprochen. Er gibt einen kleinen Umschlag, den man ausliefern muss. Wenn ich noch mehr erfahre, melde ich mich bei euch. So that means this part-time job is somehow crime-related. It takes 10 minutes, is good for people who don't stand out, and involves a small envelope. Does that ring any bells? It's something the Mafia would definitely be up to. Prostitution? Betrug? Mord? Ich würde sagen Betrug. The Mafia are apparently behind all those scams. Maybe they're delivering the money from those? But it's in a small envelope. I doubt big stacks of cash would fit in there. Any other ideas? It's something the Mafia would commit. Prostitution? What does that have to do with envelopes? And it's not really something you can do unnoticed. Naja, wenn der Umschlag das Einzige ist, was du nachher trägst. Chaka, chaka. Okay. Any other ideas? Drogen? Like illegal drugs? Maybe they made Ida smuggle drugs for them. That definitely fits with a small envelope. And you can get arrested just for possession. Hast du Nishima getroffen? Nishiyama, so rum heißt er ja. Ich habe mir selbst einen Überblick über Ida verschafft. Es geht das Gerücht um, dass er gerade einen zwielichtigen Nebenjob nachgeht. Und der Job ist anscheinend richtig abgedreht. Irgendwas mit Drogenhandel, glaube ich. Ich habe gehört, man soll sich an der Central Street herumtreiben. Und zwar am helllichten Tag. So he is smuggling. This won't be pretty. Come on, let's go back to Lady Anne. We'll ask Ida directly. Okay, dann kehren wir zu Ida zurück. Da können wir doch eigentlich die Karte nehmen, oder? Schulgebäude, Etage 2. Also wahrscheinlich hätten wir auch gleich direkt ins Klassenzimmer kommen können, aber wo renne ich da jetzt hier lang? Hier muss ich hin. Da ist unser Klassenzimmer. Ich glaube das hier, oder? Mann, ich sollte öfters in die Schule gehen. Ja, richtig. Haha. Please tell me about the job, or else my beloved Francois. Francois! Oh Gott! She's still doing that? All right, take over for her. Okay. Hör schon auf, Ida. Come on, you two. I already told you I don't know. Wir haben Beweise. Proof? Gotta be lying. You can't trick me. Come on, you two. I already told you I don't know. Mishima hat mir alles erzählt. He did? Ja. You bastard! Damn it! Shit. Well, if you already know about it, fine. I don't want to talk about it here. Let's go somewhere a little quieter. What's up with you? Especially in front of everyone. Yeah, I got a job. So what? Isn't that normal? What are you getting at? Du arbeitest... Nee, du schmuggelst Drogen. How did you... I've only told one person about that. All people. I can't believe you were the one to find out. You're right. They told me they had an easy part-time job for me, and I ended up smuggling drugs. All I had to do was put envelopes into coin lockers, and they said they'd give me a hefty paycheck. I didn't know what was in the envelopes, though. Still, this is what came out of it. Hast du das Geld angenommen? I gave them my bank account info. The money got deposited in there. They started threatening me pretty soon after that. They had pictures of me carrying the goods. Said they'd expose what I did unless I paid them off.
you know? Why are you even asking me this stuff? Are you just gonna use my job to blackmail me too? Eigentlich nicht. I see. Well, even if you were planning on doing that, I don't have any money I could give you. If you're really interested in that job, try heading over to Central Street. That's where they told me about it. I told you everything you want to know, right? Can I go? Well then. Und wie ist gelaufen? Hat das mit Ellen geklappt? Ich bezweifle es ja. Ich glaube, es hat perfekt funktioniert. Könntest du denn noch etwas herausfinden, Eisen? Drogen. Man soll also Drogen schmuggeln. Das ist eine ernste Sache. Wenn man Shibuya Drogen sucht, findet man echt viel. Sie lassen die Leute Drogen schmuggeln und schüchtern sie dann ein. Das müssen die Leute in Shibuya gemeint haben. Sie scheinen das ganz offen am helllichten Tag zu machen, ziemlich mutig. Ich dachte, sowas macht man nachts. Warum machen sie das tagsüber? Oberschüler sind das Ziel. Ah, tagsüber sind schließlich mehr Schüler unterwegs und nachts die Polizei wachsamer. Riju, du bist gerade in Shibuya, oder? Siehst du wen, der sich verdächtig verhält? Ja, ich bin bei der Central Street. Schwer zu sagen. Hier sind einfach viel zu viele Menschen und der Regen hilft auch nicht gerade. Die Sonne geht bald unter. Was sollen wir machen, Eisen? Machen wir morgen weiter. Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Teilen wir uns auf und suchen getrennt voneinander. Wir haben auf jeden Fall neue Informationen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Unser Auftraggeber muss auch erfahren, wer ihr Boss ist. Okay, ich melde mich später bei euch. Dann können wir gemeinsam den Plan ausarbeiten. Ich dachte schon, ich hätte Kundschaft, aber du bist es nur. Wenn es regnet, ist hier nicht viel los. Und wenn es weitergeht... was? Wenn es so weitergeht, trocknen wir noch die Kasse aus. Wir müssen sie morgen unbedingt finden. Das ist unsere einzige Spur. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass dieser Teilzeitanwalt irgendwie in Verbindung mit der Mafia steht. Wenn wir ihm folgen, führt er uns vielleicht zu seinem Boss. Er hat bei der Central Street mit Ida und Nishima geredet, oder? Dann ist das anscheinend wirklich unser Ziel. Aber wer soll hingehen? Überlass das mir. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Idee. N würde einfach zu sehr rausstechen. Ich werte das jetzt mal als Kompliment. Ich habe nichts dagegen, dann liegt es an dir, Eisen. Leute hereinzulegen und sie danach zu erpressen, diese Bastarde sind so feige. Es ist schon gruselig, dass man solchen Leuten überall in der Stadt begegnen kann. Wir müssen all unsere Kräfte vereinen. Wir haben es hier mit gefährlichen Kriminellen zu tun. So, aber was machen wir heute? Wir gehen mal. Vertraute? Dann gehen wir mal zu Justin und Caroline. Und gucken, was wir mit dem machen können. Guten Tag, ihr beiden. Hey, Inmate. Du hast keine Zeit für Spielchen, Häftling. Schnell, zurück in deine Zelle. Anscheinend können wir mit denen nicht unterwegs sein. What? Was bist du, Häftling? Status der Strafarbeit prüfen. Was willst du, Häftling? Nachfragen, wie es mit deiner Strafarbeit aussieht? Wir möchten einen Flaurus mit dem Skill Tayukaya. Hm? Wie, du hast die geforderte Person noch nicht? Du könntest dich ruhig mal anstrengen, Häftling. Okay, was? Ein Flammus. War das, oder? Flaurus. Okay, gucken wir mal, ob wir den schon bauen können. You certainly. So, neu... Eine Persona registrieren. You handled it. These are the paths you have walked. Ein Flau. Thanatos, nee. Nee. Haben wir alles noch nicht. Da haben wir jemanden mit Messias-Konflikt gehabt. Okay, den können wir also noch nicht holen. Dann gucken wir mal, ob wir was kreieren können. Persona-Fusion. Normale. Nehmen wir mal den Copa Dengo.
Da könnten wir einen Illigor bauen, da könnten wir einen Andras bauen. Andras wäre neu. Ein Shisha. Machen wir mal den hier. Ja, aber den bauen wir uns mal. Intensive Kotzen. Atomares Blut. Atomares Blut nehmen wir. Tofu. It will receive a fraction of power. Nur zu. Girls, let us begin. So, wir springen mal, ein bisschen um Zeit zu sparen. Sieht eigentlich ganz süß aus. Ich, Shisha. Du hast Maske. Du und ich. Keine Sorge, nur Freunde. So, der Stärkevertraute erweckt die verborgene Kraft einer Persona. Fluch umgehen. So, gucken wir gerade weiter, ob wir schwarzer Schleim, was können wir mit schwarzer Schleim machen? Da könnten wir ein Adras bauen. Bauen wir mal ein Adras. Okay, wir können kein Adras bauen. Nekomata können wir bauen. You okay with this? Oh, ein Katzengirl, yay. Select the skills you'd like to inherit. Wir nehmen den Wärmeleiter. Erhöht die Chance, nach Übergabe Brennen zu verursachen. So, dann nehmen wir ein AG, dann ein Bufu und ein atomarer Feuerpilz und Stinkatem. Erhöht die Chance, einen Gegner Statuseffekte hinzuzufügen. Nehmen wir nochmal Mafubo. Bist du sicher, dass die Person akzeptabel ist? Nur zu. Girls, let us begin. Ich bin Nekomata. Kümmere dich um diese Maske, dann erfülle ich meinen Teil. Miau. So. Der Magiervertraute erweckt die verborgene Kraft einer Persona. Hysterische Backpfeife. Oh, gut. So. You change your mind? Done already? What? Ja, wir gehen zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Okay. So, was können wir sonst noch machen? Da können wir... Ja, komm, verbringen wir den Abend mit ihm hier. Es soll noch weiter regnerisch bleiben. Wusstest du, dass in der Regenzeit die Verbrechen deutlich zunehmen? Ich sollte nachsehen, was auf der Phantom-Seite so passiert. Ich habe die Anfrage also erledigt. Vielen Dank. Richtig. Ihr müsst euch euren nächsten Schritt vorbereiten, oder? Ich habe das Gleiche gemacht. Was ich vorbereitet habe, wenn du es Zeit hast, sage ich es dir. Meine Bindung zu Mishima wird bald stärker werden. Also, was wirst du machen? Triffst du dich mit Mishima? Mit ihm abhängen. Du wirst es wirklich wissen, wie? Es wird dir gefallen. Lass uns zum Diner gehen. Stehen wir nicht gerade in der Gegend herum. Bin ich gespannt, was er Neues für uns hat. Und, wie läuft es so? Nein, eigentlich weiß ich es ja. Die Phantom-Seite ist quasi am Explodieren wegen euch. In dem Buch hier geht es um die neuesten Sicherheitstechniken und das ist eine Modellwaffe. Die hat mich viel Geld gekostet. Okay, und warum all die so teuer? Naja, auf normalen Wegen ist die fast unmöglich zu finden. Angeblich wurde die Produktion eingestellt, weil alle Leute sie immer für echt gehalten haben. Der Vorschlag kam von einem Militärfan aus dem Fandom. Ich dachte mir, ich könnte einen Schutz gebrauchen, nachdem ich der einzige Admin der Phantom-Seite bin. Ich meine, ihr werdet richtig beliebt. Im Forum kommen auch immer mehr Infos. Manches davon macht einen richtig Angst. Da wollte ich mich einfach ein wenig schützen. Eigentlich eine gute Idee. Ja, ich bin ziemlich, ich bin vielleicht nur eure Unterstützung im Hintergrund, aber ich muss mich beschützen können. Außerdem, wenn ich mich entschließe, etwas zu machen, dann mache ich es auch richtig. Also, jedenfalls gibt es in letzter Zeit wahnsinnig viele neue Posts im Forum. Einer sieht besonders vielversprechend aus, größer als alles, was ich bisher hatte. Aber wenn wir die Phantom-Diebe berühmt machen wollen, brauchen wir spektakuläre Ziele. Aber überlass das einfach mir. Ich besorge alle Infos, auch wenn ich mich dafür in Gefahr begebe. Mishima wird ganz besonders motiviert.
und Rang hoch. Erhöht die von Verstärkung erhaltene EP. Alright. Dein Mondvertrauter hat Rang 5 erreicht. Du erhältst jetzt mehr EP von Arcana-Schub bei der Fusion von Personas des Mond-Arcana. Du spürst Mishimas Verzweiflung. Übrigens, komme ich dir irgendwie anders vor? Hä? Actually. Mir sagen gerade total viele Leute, ich hätte mich so verändert. Ich kann wohl einfach mein neues Selbstvertrauen nicht verbergen, was? Meine wahren Werte zeigen sich Sieh an. Wenn das nicht Mishima ist. Akiyama-kun. Lange nicht gesehen, null. Wir saßen die ganze Zeit hier drüben, aber haben dich gar nicht wahrgenommen. Du bist doch genau wie in der Mittelschule, Mishima. Ja, einmal eine Null, immer eine Null. Ja. Hast du noch dieselbe Handynummer? Habe ich. Warum warst du dann nicht beim letzten Klassentreffen? Es waren alle da, Mann. Ach, halt. Es könnte sich keiner erinnern, dass du existierst. Da kann dich auch keiner einladen. Kommt, Leute, wir gehen. Es ist nicht so, wie es aussieht, okay? Es gibt noch in jeder Klasse, immer einen, der geärgert wird. Bei uns war ich das eben. Damn it. Aber jetzt habe ich mich verändert. Ich kann euch helfen. Ich bin nicht mehr dieser langweilige Typ. Okay, eigentlich schon, aber... Tut mir leid. Aber es ist schon spät. Gehen wir lieber nach Hause. Well, see you later. Ah, Seele. Nur damit du es weißt, ich arbeite noch härter. Nicht nur bei Verwaltung der Fanseite, sondern auch beim Bekanntmachen der Phantomdiebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit ihr rockt und euch entspannen könnt. Ich erwarte Großes von dir. Ja, ich bin auch zuversichtlich. Mach du dich einfach daran, diesen fiesen Typen einen Sinneswandel zu verpassen. Okay, ich gehe besser. Aber wir reden bald wieder, okay? So, und damit ist Donnerstag, der 16. Juni. Hier drin ist so stickig. Und jetzt die Bar-Nachrichten. Die heutige Schlagzeile. Dubiose Drogendeals in Shibuya. Steckt dahinter die gleiche Organisation wie bei den Erpressungen? Finanziert sich dies über die Deals und vermehrten Phishing-Scams? Feuer in Großrestaurant. Ein Mitarbeiter des Hanayura wurde wegen Brandstiftung verhaftet. Er gibt die Tat zu, weiß aber den Grund nicht. Die Industrie hinterfragt kritisch. Ach ja, da gab es doch früher schon Vorfälle, nicht? Ein Angestellter, der nackt gekocht hat oder so. Mit den ganzen Erpressungen und Betrügereien geht die Welt allmählich vor die Hunde. I don't get it. Ich habe gesehen, wie Nijima sich mit dem Direktor über die Mafia und das so gestritten hat. Was hat das zu bedeuten? Ihre ältere Schwester ist wohl an den Ermittlungen beteiligt. Sie spielt wohl auch Detektiv. Im Ernst? Eine Präsidentin des Schülerrats, die sich überall einmischt. Ja, das ist das, was wir brauchen. Aber was wir jetzt wirklich brauchen, ist eine Gruppensitzung. There sure are a lot of high schoolers during the day. Finding the specifics may be difficult. With such a crowd, the odds are against us. Wir müssen es machen. Right. We're gonna grab him by the tail. Ooh. You should head over to Central Street, like we planned yesterday. Sweet. Let's get going. Let me know if you find any shady people. All right. Let's go. Just so. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns die... Okay. Wir werden die Mafia suchen. Wir sehen hier auch ein paar bekannte Gesichter. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Dann werden wir als erstes mit unserer Schülerratspräsidentin da drüben sprechen. Und gucken, was die Polizei weiß und die Mafia suchen.
Bis dahin sage ich allerdings Danke und besonderen Dank natürlich an meine KMA-Mitglieder und ganz, ganz, ganz besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder Julia Neidblum, Negi Magister und Leon. Vielen Dank, dass ihr mich jeden Monat aufs Neue unterstützt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Reinschauen.